Da sitzen wir nun, gefangen auf einer Insel in der Luft, unter uns ein Horde von Teufeln. Wir sind doch keine Teufel. Und über uns, zwischen Tischen, Tafeln und Stühlen. Ach, es ist doch immer dasselbe. Zuletzt geht immer alles schief. Ich wünschte, wir wären nie von zu Hause weggegangen. Ach ja. Es ging uns doch gut. Ach ja. Alles hat mit dem Gewitter angefangen. Ja. 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 Pass auf. Eines Abends im Sommer saßen Dussel und ich im Garten und erzählten uns Geschichten von früher. Ich habe gerade von Heckwerk erzählt. Der konnte Gedanken lesen. Und manchmal sah er ganz deutlich, was am anderen Ende der Welt passierte. Ganz deutlich, ganz ruhig, ganz deutlich. Als Schussel wieder dran war. Als Schussel wieder dran war mit einer Geschichte, sah er mich eine Zeit lang mit so weißen, leeren Augen an. Schussel! Sagte er. Ich muss dir etwas erzählen, was ich noch nie jemandem erzählt habe. Aber du darfst nicht erschrecken. Seine Stimme, die klang so eigenartig, dass mir ganz unheimlich wurde. Weißt du, dass ich Gewitter mag? Die meisten Menschen haben Angst vor Gewitter, aber ich bin nie glücklicher, als wenn es donnert und blitzt. Ich musste ein klein wenig lachen. Wieso sollte ich mich erschrecken? Im selben Augenblick brach ein Gewitter los, wie ich es noch nie erlebt hatte. Es war schrecklich, als ob der Himmel in die Luft gehen würde. Der Blitz schlug überall gleichzeitig ein. Der Wind heulte los wie ein wildes Tier und der Regen kam kübelweise vom Himmel. Ich flüchtete in Panik ins Haus. Hielt mich dabei überall gleichzeitig. Fest, um nicht weggeweht zu werden. Dussel aber blieb mitten im Sturm einfach sitzen. Da, wo er saß, die ganze Nacht blieb er dort draußen. Ich ging ins Bett. Ich machte aber kein Auge zu. Am nächsten Morgen traf ich Dussel beim Frühstück. Er sah mich wieder mit so weißen, leeren Augen an. Und auf einmal sagten wir beide, ich habe heute Nacht so merkwürdig geträumt. Hä? Was? Hast du das gesagt? Ich? Nein, wieso? Eigenartig. Wir sagten also beide zugleich, ich habe heute Nacht doch so merkwürdig geträumt. Ich stand am Rande einer tiefen, tiefen Schlucht. Ich wollte runterspringen. Ich weiß nicht wieso. Ich setzte an. Ich
langsam aufwärts, wie ein Luftballon. Ja, so kam es mir vor. Mein Kopf war der Ballon und meine Beine das Schnürchen. Höher und höher. Entlang der Bergwipfel. Und dann quer durch die Wolken durch. Ich war jetzt ganz nah bei der Sonne. Und es wurde langsam wärmer und wärmer. Und ich fühlte mich langsam leichter werden. Immer leichter und leichter. Leichter und leichter, bis ich nichts mehr wog. Ich wollte zurückblicken zur Erde. Und da sah ich, dass ich quer durch meinen Körper schauen konnte. Ich sah die Därme in meinem Bauch, die Adern in meinen Beinen, die Knöchelchen in meinen Füßen. So, als wenn alles aus durchsichtigem Plastik gewesen wäre. Oder aus Glas. Ich war jetzt ganz nah bei der Sonne und es war so heiß, dass ich Angst bekam, mein Blut würde anfangen zu kochen. Ich dachte, das ist Leben. Und dann schlüpfte ich in die Sonne hinein. Wenn du schon da bist, dann lass mich bitte kurz, ich wollte dich fragen, ob du... Hey, nee.
Nur für dich. Nur.